Hallo, ich möchte euch heute mal ein legendärisches bayerisches Getränk vorstellen, das meiner Meinung nach so Mitte der 70er Jahre populär geworden ist, besonders unter Jugendlichen. Wird auch heute noch gern getrunken, meistens im ländlichen Raum. In Wirtschaften kriegt man es eher weniger. Es handelt sich um die sogenannte Gorsenmaß. Das ist also ein Bier-Mischgetränk mit verschiedenen Komponenten, die ich euch dann noch vorstellen werde. Ich bin ein bisschen verschnupft übrigens, deswegen höre ich mich so komisch an. Wird auch gerne für Trinkspiele verwendet, das sogenannte Gorsenrennen. Das Spiel geht so, dass der Maßkrug in der Runde rumgeht, jeder trinkt und der Vorletzte, der an der Maß trinkt, der zahlt die nächste. Das heißt, der sie nach ihm leer trinkt, muss nichts zahlen, sondern der Vorletzte, der getrunken hat von der Maß. Und deswegen rechnet man sich dann ungefähr immer aus, was der andere noch schafft oder was man noch drin lassen kann, um selber nicht zu zahlen. Ist ein sehr geselliges Getränk, wird also hauptsächlich in der Runde getrunken, sagen wir mal so. Also der Maßkrug geht so lange in der Runde, bis er leer ist, und dann wird der nächste aufgefüllt. Jetzt zeige ich euch die einzelnen Bestandteile dieses Getränkes. Moment. Das ist einmal dunkles Bier. In dem Fall verwende ich hier König Ludwig Dunkel aus der Kaltenberger Brauerei, also kein Weißbier. Manche trinken es auch mit Mais, Weißbier, aber das Originalrezept ist dunkles Bier. Coca-Cola, also 50-50, halber Liter Cola, halber Liter dunkles Bier. Und dann je nach Geschmack einen Kirschlikör. Am besten wird natürlich der Eckes Edelkirsch verwendet, den habe ich heute nicht bekommen. Jetzt habe ich hier noch einen anderen zu Hause. Und ein Cognac. Man kann also diese Gorse entweder nur mit Kirsch anmischen oder nur mit Cognac oder mit beiden. Ich bevorzuge Kirsch und Cognac. Die Kirschgorse wird im Allgemeinen als Mädchengorse bezeichnet. Jetzt werden wir das mal anmischen, das Getränk. So, als erstes werden wir jetzt das dunkle Bier in das Glas füllen. Man kann auch Bockbier verwenden, aber ich nehme das normale. Wie gesagt, Kaltenberg Dunkel, halber Liter, in einen schönen ausgespülten Glaskrug, einen durchsichtigen am besten. Als nächstes kann man jetzt wahlweise Kirsch oder Cognac reintun oder beides. Ich tue jetzt einmal zwei Stamperl Cognac rein. Ich verwende natürlich den deutschen Asbach Uralt. Man kann auch einen Chantrey verwenden. Man sollte schon gute Produkte wählen, umso besser schmeckt es nachher. In Wirklichkeit nehme ich natürlich kein Stamperl zum Abmessen, da mache ich das Auge mal Pi, aber hier mal als Darstellung für die Mengenangabe gießen wir mal zwei Cognac rein. Dann füllen wir Cola auf, bis die Maß voll ist. Ich verwende hier auch das Original Coca-Cola mit Zucker, also kein Zero oder Light. Auf die Kalorien kommt es nicht an, es soll ja schmecken. Jetzt entwickelt sich schon dieser schöne bräunliche Schaum auf der Gorse. Und jetzt kommt noch der Kirschlikör drauf bei mir, dass der Schaum oben so eine schöne rote Färbung bekommt und die noch ein bisschen süßer wird. Den verwende ich jetzt so, den schütte ich jetzt einfach mal rein. Dann kriegt die Blume oben so eine schöne rote Farbe. Das Ganze ist ja schon fast Medizin, würde ich sagen. Jetzt füllen wir hier mal rein. Ihr seht hier, so muss die Gorse ausschauen. Hier oben sind ein bisschen die rötliche Färbung von dem Kirsch. Das ganze Getränk ist so ein, hat so einen bräunlichen Ton. Was ein Phänomen ist an so einer Gorsenmaß. Man muss so lange trinken, bis sie leer ist. Es entsteht ein richtiger Zwang, man kann gar nicht mehr aufhören, das Zeug zu trinken. Es schmiert die Eingeweide.
Und wie mein Kollege immer sagt, man bekommt einen herrlichen Stuhlgang davon. Ein anderer Brauch noch, von einem anderen Freund, der kommt aus dem Allgäu, da heißt dann die Gors, nicht Gors, sondern Gois. Und da muss die vor dem ersten Schluck gesegnet werden, macht man. Das ist die Ansegnung der Massen, dann wird getrunken. So, schaut euch das an. Ist es nicht ein Traum? Müsst ihr unbedingt probieren. Macht süchtig. Prost. Ich muss gleich noch mitziehen. Selbst so ein verkleckerter Schnurrbart hält die anderen nicht davon ab, weiter zu trinken. Glaubt mir das. Also, macht es mal nach, probiert es, ist legendär. Übrigens, ich habe noch keine fertig gemischte Gors im Regal gesehen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Wäre eine Marktlücke. Wer es macht und auf den Markt bringt, denkt an mich und beteiligt mich. 10% bin ich dabei. Bis zum nächsten Mal.